Wieder mal so eine kleine Grundschulung für die Lichtmaschinen und Starter. Der Dynostarter ist eine Lichtmaschine und Starter in einem. Hat auch vier Dynostarterkohlen da drinnen, zwei für die Lichtmaschine, zwei für den Starter. Dann gibt es eine vom Steyr-Buch 126, der ist da hinten offen. Und dann gibt es noch eine vom Buch 500S, diese Lichtmaschine. Das sind reine Lichtmaschinen, das ist Dynostarter und Lichtmaschine in einem. Die sind reine Lichtmaschinen. Man merkt auch zum Beispiel, die haben unterschiedliche Gewinde. Der hat ein M10-Gewinde, der hat ein M12 und der hat ein M14x1,5. Und da sind auch die Leiträder, also die Ventilatorflügel, die haben großes Loch, kleineres Loch, also 14, 12, 10. Beim Dynostarter gibt es 7 schaufelige, wie bei jedem 650er serienmäßig war. Und 9 schaufelige hat es auch beim Dynostarter gegeben. Beim 126 Buch hat es immer nur 7 schaufelige gegeben und beim Buch 500S immer nur 9 schaufelige. Hat es nie was anderes gegeben. Ja? Und die sind auch kurz. Der Dynostarter mit Lichtmaschine hat eine lange Nase. Die anderen haben alle kurze Nase, weil sie nur einen Keilriemen haben. Hier sind 2 Keilriemen. Da hat es dann auch 3 Plättchen. Die Platte. Und wieder 3 Plättchen. Und dann vorne die Scheibe. Das war Buchoriginal. Die erste Serie hat sogar 6 Plättchen gehabt, weil die hat das vertieft gehabt. Ist aber sehr selten, das war nur bei der ersten Buch. Aber die meisten 500er Haflinger haben es alle schon so. Und dann was von der Befestigung. Der Dynostarter hat hier ein Loch, hier ein Loch und den Dynostarter schiebt man dann so durch und dann gibt es da so einen Stift. Mit dem verbindet man es und haltet das im Leitrad, das ist die Verdrehungssicherung vom Dynostarter. Und dann gibt es beim 126er, das wissen auch nicht viele, dass da kurze Version ist S, lange Version ist 126 und lange Version und die Nase hinten, für die, das ist Dynostarter. Die anderen haben das alle flach. Also der 126er und der S ist flach. Nur dass der S kurz ist, 126 lang. Und dann gibt es auch verschiedene Befestigungen. Wenn man das dann da reinschiebt, schiebt man so rein, dann kommt die Lichtmaschine und von hinten den Konus und man dreht es dann einfach fest. Das ist der 126 Puch und der S, der hat solche Halbschalen, die was zusammengeschraubt sind, die durchgebohrten und da gibt es auch welche mit Gewinde. Also das nicht durchgebohrt, weil das schiebe ich dann durch das Leitrad durch und von hinten, also so gehört es dann, schraufe ich es fest. Nicht? Muss ich die Halbschalen aufmachen. Und dann hat es noch gegeben, weil die haben ja nur Lichtmaschine, 126 und Buch 500S. Die haben, der 126er hat diese Lichtmaschine, diesen Starter gehabt und der S hat das im Dreieck gehabt, den Starter. Das war's.